Hallo Leute, nächsten Sonntag ist Muttertag und es gibt bestimmt einige Leute, die das erstens nicht wussten und zweitens, die nicht wissen, was sie ihren Mamas schenken können. Und ich bin ein großer Fan von selbstgemachten Sachen und ich glaube, auch alle Mamas freuen sich über was Selbstgemachtes. Und es ist natürlich auch die kostengünstigere Variante. Und deswegen zeige ich euch heute ein cooles Do-It-Yourself für ein sehr, sehr schönes Fotobuch. Zuallererst braucht ihr natürlich ein Fotobuch. Ich habe jetzt meine ganzen Sachen, glaube ich, sogar im DM gekauft, weil da gibt es ja alles. Und so habe ich mir dieses hier rausgesucht, weil das so schön weiblich aussieht. Und das hat eben weiße Seiten und zwischendrin immer noch so ein dünnes Papier, damit die Fotos nicht kaputt gehen da drin. Und dann braucht ihr natürlich auch Fotos. Ich habe jetzt hier unter anderem Urlaubsfotos. Natürlich sind da jetzt nicht so super private Fotos dabei, weil das Ganze ja jetzt auf YouTube landet. Deswegen habe ich mich für diese Fotos hier entschieden, die ich auch beim DM gedruckt habe. Und zum Reinkleben habe ich mir einmal so beidseitiges Klebeband, so kleine Fotokleber gekauft. Oder man kann auch so einen Fotokleber in der Rolle nehmen. Das ist kein T-Bags, nein, es ist so eine Kleberolle quasi. Und zum Verzieren, muss nicht, aber kann man, habe ich ganz viele solche selbstklebender Bänder, teilweise so im Spitzenmuster und teilweise einfach mit Glitzer oder mit anderen Mustern. Und das ist alles, was ich heute brauchen werde. Ich fange damit an, dass ich mir das Ganze erstmal so ein bisschen einteile. Das heißt, ich mache das Fotobuch jetzt mal auf. Die erste Seite lasse ich frei. Und dann überlege ich mir, was will ich hier eigentlich drauf haben. Und dafür habe ich mich jetzt entschieden, dass ich da als erstes dieses Bild von meinem Freund und mir drauf machen möchte. Das habe ich ein bisschen größer drucken lassen. Und das Ganze Buch ist am Schluss quasi für mich jetzt ein Urlaubsbuch, aber ich mache das Video jetzt für euch, damit ihr seht, was ihr zum Beispiel eurer Mama zum Muttertag auch schenken könnt. Und da könnt ihr natürlich schöne Familienfotos oder einfach ein paar private Fotos reinmachen. Aber wie gesagt, ich möchte nicht, dass das bei mir auf YouTube landet, deswegen kommen da jetzt bei mir Urlaubsfotos rein. Ja, ich teile mir das jetzt so ein bisschen auf und lege die einfach mal nur rein, damit ich weiß, was will ich überhaupt auf welcher Seite haben. Und wenn ich das alles aufgeteilt habe, dann fange ich an mit dem Kleben. Und dann schaue ich einfach, wie möchte ich das Bild drauf haben. Möchte ich das gerade haben? Möchte ich das so ein bisschen schräg haben oder in die Richtung schräg? Und ich finde es so eigentlich jetzt gerade ganz schön. Dann nehme ich mir welche von diesen Fotoecken und klebe sie einfach in die Ecken des Fotos. Und dann wird das Ganze nur noch schön positioniert. Und draufgeklebt. Bisschen festdrücken. Und dann könnt ihr eben noch mit so einem Band das Ganze etwas schöner machen. Und da werde ich dieses schöne selbstklebende Band drauf machen. Das sind kleine Herzchen, wie so eine kleine Herzchen-Girlande. Das gefällt mir einfach voll gut. Und da überlege ich gerade, ob ich das jetzt hier hin mache oder ob ich das hier unten hin mache. Oder vielleicht sogar beides. Ich glaube, ich mache beides. So, dann schaue ich einfach mal, dass es hier passt von der Länge her, dass ich das richtig zuschneide. Und dann muss ich das hier nur noch abfitzeln. So, und dann muss ich das so hinkleben, wie ich es gern haben möchte. So, und hier vorne steht noch was über, das schneide ich hier einfach ab. So, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und ich glaube, ich mache aber hier oben auch noch mal ein bisschen was hin. Vielleicht auch hier die Reihe. Ja, das ist süß. So, mache ich hier, da wo das Foto ist. Oder so komplett drüber. Ich glaube, ich mache so komplett drüber. So. Und lieber ein bisschen zu viel von dem selbstklebenden Band abschneiden als zu wenig, weil dann sieht es blöd aus. Jetzt müssen wir das wieder abfitzeln. Und ich glaube, die zwei letzten Herzchen, die klebe ich noch hier unten hin. So, das ist doch schon mal eine sehr süße Seite. Natürlich könnt ihr hier auch noch was hinschreiben oder hier oben. Zum Beispiel hier jetzt Thailand 2015, weil das eben unser Thailand-Urlaub war. Und hier vielleicht noch eine kleine Widmung oder sowas. Ja, ich mache es jetzt mit dem Kleber.
Silberglitzer nimmt ganz schön, mal abgesehen davon, dass es perfekt zu meinen Nägeln passt. Und zwar werde ich davon einfach so ein bisschen was über die Ecken kleben, dass es so aussieht, als hätte ich es mit diesem Klebeband drauf gemacht. So, das finde ich jetzt eigentlich ganz süß. Und dann kann man natürlich noch hier Sachen hinschreiben und das ganz persönlich verzieren. Das könnt ihr wirklich nach eurem Belieben machen. Und dann kommen wir auf die nächste Seite. Die sieht so aus. Und da habe ich mir überlegt, wird es, glaube ich, ganz cool aussehen, wenn ich das mit diesem weißen Band hier festmache. Oder dieses hier. Nee, das Weiße sieht besser aus. So, dann klebe ich die natürlich wieder erstmal mit dem Kleber fest. Da habe ich mir jetzt überlegt, mache ich das einfach hier am Bildrahmen entlang, dass es noch so ein bisschen ins Bild reinläuft. Und dafür muss ich mir das natürlich wieder gut zurechtschneiden. Und hier oben mache ich das, glaube ich, auf dieser Seite dann. Ich glaube, das sieht schön aus. Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich jetzt da Urlaubsbilder drin hatte und nicht eben spezielle Bilder für Muttertag oder so. Ich glaube, Mamas freuen sich riesig über ein Fotoalbum. Also meine Mama ist auf jeden Fall so und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es irgendeine Mama da draußen gibt, die sich nicht über ein selbstgemachtes Fotoalbum freuen würde. Deswegen denke ich, dass ihr eurer Mama damit eine sehr große Freude machen könnt. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag am Muttertag. Vergesst eure Mamas nicht, also wenigstens mal schönen Muttertag oder so wünschen. Sehen wir uns dann nächsten Sonntag am Muttertag in meinem nächsten Video. Tschüss!